Womit wir auch hier wieder einen Spitze-Klassen-Relog aufgenommen hätten. Ja, gut. Wären kann man sich da normalerweise eher weniger. Und dazu sage ich jetzt mal nichts. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum, zu einem kleinen Setlog hier aus Bad Blankenburg. Ich bin hier zu einer Tagung in einer Sportschule in einem Hotel untergebracht und von Berufswegen nehme ich an einer kleinen Tagung teil und ja, die findet dort im Hotel statt. Ist so ein bisschen Tagungsraum, Hotelmäßiges. Ja, ich würde mal sagen, gehen wir mal rein. Hui. Ja, in der guten Stube drinnen. Ja, ich teile mir das hier mit einem Kollegen hier. Ja, der Ausblick ist nicht der beste, aber wird reichen für die paar Tage. Ja, hab mir hier auch schon mein Bett aufgeschlagen. Da steht schon mein Zeugs. Ja. Schrank, die Wand. Nice. Hier gleich mal die Toilette, das Bad. Ein Duschvorhang. Naja. Wird schon klappen. Hi. Ja. Nice. Noch etwas unbewohnt hier. Es sind ja auch gerade erst eben angekommen. Ist ja noch nicht so viel Lux hier. Ja. Ja, ich denke, das lässt sich machen. So lässt sich schlafen. Ultimativer Betttest. Fernseher gibt es ja auch. Naja, da weiß man ja, was man abends hier tut. Ja. Durchaus schlechtere Orte zum Tagen. Ja, kann man sich nicht beschweren. Sieht alles ganz dufte aus. Ist kein schlechtes Örtchen. Joa, ein bisschen sportliche Betätigung, wenn man denn meint, man sei dafür geeignet. Ja. Ist halt mal ein prägnanter Unterschied zu der Stube, in der ich sonst immer hocke. Mal ein bisschen rausgekommen hier. Ein bisschen, ja, was anderes. Und nachts kann man hier den Goldfischen beim Jagger spielen zuschauen und den Vögeln beim Debattieren zuhören. Ja. Thank you.
ich würde sagen, für eine berufliche Tagung kann man es hier mal ein, zwei Tage aushalten. Schlecht ist es nicht. Ja, man kommt zurecht. Sieht ja ganz schön aus, die Landschaft hier. Und ich würde sagen, vielleicht finde ich noch ein paar Motive, die ich so vor die Linse bekomme. Und ansonsten wünsche ich euch noch was. Einen angenehmen, fürstlichen Tag zum Beispiel. Und ja, ihr seht, es ist auch schon recht dunkel. Und ja, ich würde mal sagen, verabschiede ich mich jetzt auch von diesem kleinen Reise-Vlog, kann man es Reise-Vlog nennen. Ja, ich bin hier halt mal irgendwie irgendwo anders. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin, haut rein, habt eine angenehme Zeit und man sieht sich. Lasst ein Like da.